bitte. Jetzt haben wir hier unsere Auffahrt. Die Leute, die von da kommen und hier rüber möchten, für die geht das ganze Spiel jetzt nochmal. Und auf der anderen Seite halt. Nehmen wir das wieder den hier zweimal ab. Und dann machen wir jetzt einfach so, dass wir mal gleich mit dem Bogen. Ah, wir können uns auch irgendwie schwer machen. Noch einfach hier rüber bauen. Das sieht zwar dann am Ende weniger schön aus. Erfüllt aber nicht seinen Zweck. Also von daher. War natürlich nur etwas. Irgendwie alles sagt mir Gefälle zu steigen. Machen wir noch mal mit dem hier. Was wollen wir denn hier rüber zu tun? Das geht aber. Das sieht aus wie ein Penis. Das sieht aus wie ein Penis. Aber es funktioniert. Das ist geil. So, jetzt haben wir auch hier unsere Abfahrten. Und boah, die brauchen so viel Industriegebiet. Das ist der Hammer. So. Würde ich jetzt gerne... Nein. Einmal... diese fette Straße halt. Und die dich einmal quer durchgezogen. Weil die werden wir am Ende auch hier rüber bauen. Und von dieser fetten Straße aus können wir dann... Ah, nehmen wir mal die Stelle hier. Die sieht ganz gut aus. Dann können wir jetzt endlich anfangen hier. So, darüber. Und dann bauen wir hier noch rüber. Dann bauen wir weiter in die Richtung. Komm, da. Was anfangen, Industriegebiet zu bauen? So. Und damit wir nicht weiter rummeckern, werden wir denen schon mal gleich ordentlich Gebiet geben. Ja, jetzt geht es ja natürlich los wie sonst was. Hammer. So, damit das hier nicht ganz so scheiße aussieht. Oh, ja klar. Jetzt wollt ihr natürlich Wasser haben. Was ist mit der Grundversorgung hier wieder nachrücken? Das kann ich genau hier diesen einen Ressort folgen. Wunderbar, Jungs. Strom ist natürlich auch so ein Bedarf, dass ihr Dinge habt. Kein Problem. Lässt sich alles irgendwie regeln? Glaube ich. Ah, ich treffe diese eine Verbindung jetzt gerade nicht. Da, jetzt habe ich sie. Jetzt hat er das Industriegebiet wieder Sachen. Strom haben wir noch genug, Wasser haben wir noch genug. Guck mal, jetzt sind wir da fertig. Jetzt wollen sie Wohngebiet Neues haben. Ganz so schnell geht das aber noch nicht, weil da unten müssen wir noch mal kurz für... Der Arzt kommt nur da, also. Ein Friedhof kann man bei mir machen, ne? Den hätte ich gern da oben. Polizei brauchen wir noch Polizei? Nein, wir brauchen keine Polizei. Bildung sieht ganz gut aus. Ja.
Das können wir so stehen lassen. Wir haben gerade mal 80 Berechtigte. Da war 390. Ah, ist klar. Öffentlichen Nahverkehr hätten wir. Bus. Busdepot. Guck mal, Busdepot. Nee. Hat nicht. Was wir brauchen, ist ein Wohngebiet. Jetzt muss man aber ein bisschen auf die Zeit mit achten, wie lange wir schon aufnehmen hier. So, hier oben gehen wir einfach her. Ja, den hier, zack, durchziehen. Dann machen wir hier. Wieder unsere Straßen. Unsere Wohngebiete. Den mache ich wieder so ein, ich sag mal, so ein Wohngebiet wieder unten. Einmal hier so in den Flügel reinschneide. Und das, der komplette Flügel hier wird jetzt Wohngebiet. Mit allem. Mit Schule, mit Feuerwehr, mit Polizei. Also mit Polizei, glaube ich, ist nicht. Aber zumindest mal mit dem. So. Und das da oben nicht. Das hier wird Büro. Weil hier möchte ich auch erstmal noch nichts haben, weil das sieht ein bisschen scheiße aus. Klar, dann gibt es natürlich noch hier Wasseranschluss. Den legen wir schon mal komplett hier rüber. Den platzieren wir einfach mal rüber und dann, ja, da geht's gut ab gerade. So, ich habe euch ja versprochen, Bildung gibt's. Also, wir platzieren eine Schule. Und eine Feuerwehr. Und dann noch einen Block. So, und wenn die Leute natürlich von da nach da reisen wollen, nach oben. Um jetzt einen Highway zu nutzen. Muss ich jetzt mal hergehen. Und mach mal. Hier mal. Bauen wir einfach mal diese dicke Straße darüber. Ich hoffe natürlich. Oh, was ist hier? Zu wenig Dienstleistungen. Verlassen. Was? Ah, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Die müssen ja von da nach da. This is a big, big problem. Das muss gelöst werden, und zwar sofort. Ach du Scheiße, müssen wir sogar mal kurz anhalten. Das hier unten ist natürlich Bullshit, was wir hier haben. Kann ich alles abreißen? Das ist echt scheiße. Da habe ich nicht nachgedacht. Habe ich nicht nachgedacht. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Wie machen wir das denn am besten jetzt? Aber wie machen wir das denn jetzt, dass das da gescheit, auch noch gescheit hier vonstatten läuft? Boah.
Das ist halt eine Idee, aber das ist ja so umständlich. Ja, sehr schön. Und hier gehen wir einfach straight rüber. Dann passt das auch wieder. Schon irgendwie gerne. Das hätte, dass sie da rüberkommen. Naja. Jetzt müssen die erstmal den Weg da vorne nutzen. Und am Ende können wir hergehen, das Ganze hier hinten rum erweitern. So müsste erstmal funktionieren. Ne, das nicht. Die Müllprobleme. Können wir alles mal abreißen. Jetzt kommen die auch erstmal hier angefahren. Das ist natürlich keine sonderlich schöne Lösung, weil die Lösung funktioniert. Mülldepot-Auslastung bei 93%. Also brauchen wir ein neues Mülldepot. So einfach. Ja, Bildung. Bildung könnte was besser laufen. Zwei, ja, aber das geht. Obwohl. Naja, das ist ja eigentlich mein Arzt. Ne? Haben wir eigentlich gerade Stromnetz? Da mal Verbindung, alles klar, da können wir das auch wieder abreißen. Ich gucke, dass die Straße abreiße. Das hasse ich immer. Alles klar. So. Da haben wir schon ein bisschen was geschafft. Also, es sieht gar nicht mal so scheiße aus, finde ich, ne? Von hier oben, so im ersten Blick. Versteht sich natürlich. Wo man denn hier noch Gebiet freien Lungs mehr, ne? Ich schlage es einfach mal vor. Das Gebiet hier wird noch blue. Wasser. Da können wir einfach schon mal vorsorgen. Ich sag mal so, für schlechte Zeiten. Ne? Bis diese schlechten Zeiten eintreten, wird es noch Ewigkeiten dauern. Aber ich sag mal, just in case. Ne? Öffentlichen Nahverkehr. Die Kapazität von Multimillionen. Nie oder ein Friedhof. Ekelhaft. Naja, okay. Ich würde gerne noch einen Park. Und so einen schönen Park. Da rein. Mitten rein. Und so einen Park hätte ich gerne da. Auch mitten. Eigentlich könnte ich ja doch noch eine Hochschule gehen.
Weil Leute kommen unbedingt von da nach da. Das geht ja nicht so ohne weiteres, ne? Stimmt eigentlich. Wir müssten eigentlich... U-Bahn erreicht eine Bevölkerung von 7000 Einwohnern. Fuck you. So. Turbostoffe. Hege brauche ich nicht. Will ich jetzt nicht. Also gerade läuft es schon mal. Das ist schon mal nicht verkehrt. Allerdings im Busbahnhof hätte ich auch gerne. Und zwar... Die Ecke ist doch perfekt. Wasser hat da keins. Oh, sind wir hier vom Leitungsnetz abgetrennt. Kein Problem. Extra für dich sind wir sogar ganz nach drüben gewandert. Eigentlich können wir auch schon mal hergehen. Das ganze Ding hier. Besiegen. Wir müssen es sowieso später machen. Jetzt können wir bei unserem Busbahnhof hergehen. Buslinie. Bushaltestellen müssen eine Rundfunklinie Linie bilden. Busse werden automatisch von einem Busdepot entsendet. Schlecht dann. Ich würde auf jeden Fall gerne ach so. Und da machen wir mal da. Wo fährt denn jetzt lang? So, ne? Da. Dann warte kurz, geht der gleich drin. Würde ich gerne noch. Wie ging es eigentlich schon? Bullshit, den wir hier gebaut haben. Muss nämlich einfach. Da. Dahin. Dahin und dahin. Damit haben wir immer so eine Rundfahrt. Jetzt gucke ich mir mal den Strom an. Strom sagt mir, ich bin bei Budget von 150. Ich brauche aber sehr viel. Ah. Das ist natürlich sehr ungünstig, wenn mein Stromkraftwerk am Brennen ist. Da machen wir aber einfach. Weil wir es können. Ah, außer der Stadtgrenze, so eine Scheiße. Aber dann haben wir das wieder drin. Und da wir sowieso gleich wieder richtig viel Gas geben müssen, ist das schon okay. So. Dann machen wir aber mehrere Buslinien. Und zwar einmal noch von da, nach da, nach da, nach da, nach da. Da. Na komm, ein bisschen großzügiger nach da. Nee. Nach da. Nach da. Nach da. Der Müll. Der Müll sammelt sich hier ohne. Alter, so viel Einwohner will meine Stadt haben. Moment mal, Leute. Aber ein Blick auf die Uhr sagt mir, den ganzen Spaß. Dem können wir uns erst das nächste Mal widmen. Die Folge hier hat jetzt ihr Ende gefunden. Beziehungsweise, was heißt Folge, ne? Also wir haben jetzt eine Stunde 20 Minuten aufgenommen. Ich würde mich dann sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Boah, jetzt bin ich auch schon ein bisschen fertig. Wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play City Skylines mit dem Allison Burger. Genau, Spiel speichern. Machen wir hier nochmal nur Jörg draus. Verpacken. Genau, das Spiel ist jetzt, glaube ich, gespeichert. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Allison Burger.
Tschüss.